Hallo mal wieder. Ich denke, ich muss gar nicht allzu viel erklären. Es ist ja schon, wie ich gesehen habe, das 40. Rocket in diesem Jahr. Also können wir direkt einsteigen. 12 Spiele, Masken-Jackpot. Und ja, ich denke mal, allzu viele Rocket-Turniere werde ich in diesem Jahr nicht mehr kommentieren. Denn auch ich gehe irgendwann in den verdienten Weihnachtsurlaub. Aber diesmal schauen wir auf jeden Fall noch hin. Und ich denke, nächste Woche bin ich auch noch am Start. Ja, vor allen Dingen habe ich mir vorgenommen, diesmal keine Wenzelstürzer-Granks mehr zu reizen. Ein bisschen solider, das sieht ja dann doch immer so ein bisschen dusselig aus. Und hier kommt natürlich schon mal ein ungewöhnlicher Zug. Herz unterdurch aus der Fünferlänge. Die 10 hätte ja auch blank stehen können. Ja, gut. Wir gehen jetzt hier mal darauf, dass wir in zwei weiteren Stichen gewinnen wollen. Das ist aber wohl nicht der Fall. Denn noch ein weiteres Ass ist beim Alleinspieler. Also warum er da Herz unter durchgezogen hat, schon eine etwas merkwürdige Idee. Auch jetzt zieht er weiter in den Herzen. Also wenn er noch eine Pik Lusche hat, dann hätte er sie vielleicht etwas früher klären sollen. Na gut, sind wir eben rausgekommen. Hört, hört. Das sieht doch ganz nett aus, oder was meint ihr? Kann das sein, dass da oben jemand gehört hat, dass ich nicht mehr allzu viele Rocket-Turniere in diesem Jahr spielen möchte und werde? Aber das heißt doch nicht, dass ich aus dem Skat raus bin. Also es muss jetzt nicht mich die Karte segnen, bis zum Umfallen. Das ist ja fast ein bisschen zu fett, dieser Granghand hier. Aber sieh an, es gibt noch Gegenwehr bis 50. Na gut. So, wenn, dann geht es ja hier nur um Schneider, aber können wir den irgendwie erzwingen? Ganz erzwingen wohl nicht. Vielleicht am ehesten noch was zu holen, wenn wir erstmal die blanken Asse abspielen, damit wir da nicht mehr eingeschoben werden können. Jetzt hoffen, dass Kreuz irgendwie gleichmäßig sitzt. Ja, es sitzt gleichmäßig, allerdings die Dame ist offensichtlich im Skat. Ich jetzt hier abschmeiße auf 17, ist es auch wieder nicht so genial. Hoffe ich jetzt, dass nicht in Herz 21 fallen. Aber es fallen 21. Sind sie eben doch rausgekommen. Na gut. So, schönes Pfund und deswegen jetzt auch erst recht Beton anmischen. Heute soll keiner an mir vorbeikommen. Aus Mittelhand, wo ich selber Pik 8, 9, 10 habe. Okay, wir nehmen das erstmal zur Kenntnis. Karo ist dann sicher ohne 3. Gut, und dann teste ich auch Pik. Wenn ich von hier die Stechfarbe finde, dann wäre es großartig. Das ist aber nicht der Fall. Und es sieht aus, als wäre es ein 6-Trümpfer. Ich hatte einen Trumpf, mein Partner offenbar 4. Pik Ass dabei, gut, Pik Reizung, König Dame sind sicher bei meinem Partner. Also noch drei unbekannte Karten bei Spieler 1. Oh, das ist jetzt aber wirklich überraschend. Er hat den König auch noch in der Hand, er hat auch nicht geschnippelt. Das heißt, jetzt sind es nur noch zwei unbekannte Karten. Ja, dann muss ich natürlich hoffen, dass es die bestellte Herz 10 ist, irgendwie sowas in der Art. Jetzt kommt mein Partner schon mit Herz. Also das Spiel hätte irgendwie glücklicher laufen können. Vielleicht hätte mein Partner mal Bube ziehen sollen, aber letztlich scheinen wir das Spiel hier nicht schlagen zu können. Ass König, Ass Dame. Die Reizung hat mich hier einfach einen Tick weit verwirrt. Das war wohl nur so ein,
hingerotztes 33er Ding wegen drei Buben. Viel mehr steckte da nicht hinter. Manchmal gäbe ich so einiges dafür, wenn ich hinter die Monitore schauen könnte, hinter die Online-Präsenzen der Spieler. Was machen sie? Warum dauert das? Denken sie nach. Gucken sie parallel noch Fernsehen. Das wäre doch alles ganz erbaulich, das zu wissen. So, Peak ist geklärt. Ich wechsle mal einmal die Farbe. Da nimmt er auch das Ass raus. Dann denke ich doch wohl mal, dass da noch das eine oder andere Stück in Karo beim Alleinspieler zu verorten ist. Herz 10. Kann eigentlich kein Trumpf mehr bei meinem Partner sein. Ungewöhnlich, denn jetzt hat er sich ein bisschen kurz gestochen. Jetzt gibt er auf jeden Fall die letzten beiden Stiche ab. Ah, er hatte blanken Karo und noch Kreuz, Lusche, Dame. Gewinnt natürlich, da war die Pik 10 dann im Zweifel doch ein bisschen zu viel. Ja nö, ohne 5, 4 Herz mit einem Seitenass, um Gottes Willen. Das könnte sehr leicht ins Auge gehen, das brauche ich heute gerade nicht. Gerang, ja, da habe ich wieder meine 10 Probleme. Karo Ass. Beim Gang spielt man Asse, aber irgendwie, wo ich kreuzfrei bin, nee, ich greife doch mal hier in Herz rein. Eigentlich ein bisschen zu lang die Farbe, aber gut, es kann ja auch mal so hinhauen, dass mein Partner das Ass hat. So, Pik König, denke ich, brauche ich auch nicht. Hoffe ich mal zumindest. Ja, und da ist das ein Grand Schneider Schwarz. Ist ja ein schönes Ding. Auch ein 144. Also jetzt muss ich vielleicht doch noch mal eine Schippe auflegen, denn ich bin nicht der Einzige, der große Grands spielen kann. Und Spieler 2 ist also lässig an mir vorbei gepäst. Gut, da kommt schon die erste Chance. Braucht auf jeden Fall Verstärkung. Aber die beiden Alten und ein Ass, das sind doch schon mal ein paar Belege. Das war jetzt absolut nicht prall, was im Skat liegt. Sehr bescheiden. Jetzt haben wir ein ausgesprochen problematisches Karo-Spiel hier, gerade noch aufgrund der 20er Reizung. Ja, ich glaube, wenn wir rausnehmen, dann geht das Ding komplett in die Hose. Schneiden ist natürlich auch riskant. Ein Pik kann eine Übergabe kommen, danach der Abstich. Aber erstmal geht er nicht rauf und dann gehe ich jetzt schon rauf, denn jetzt noch hier zu bluffen mit der Dame unterzubleiben, das ist dann vielleicht ein wenig zu frivol. Ich will jetzt natürlich erstmal hinlangen, um einen Abstich des Herzasses zu vermeiden und einen Trumpf vollen, wenn es geht, zu greifen. Ach, guck, Trumpf steht 3-3, das ist ja schön. Also das nicht gelegte Pik Ass rettet mir hier natürlich auf jeden Fall den Arsch. Ja, jetzt ist ja theoretisch sogar noch Schneider drin, ne? Verlieren kann ich nicht mehr. Dann kann ich hier auch stechen und gucken, ob Herz vielleicht nicht sogar doch 2-2 stand. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber testen kostet ja nichts. Naja, 20 noch. 22, mein letztes Gebot. Okay, du willst den Zuschlag, du sollst ihn haben. Wir sind ja erst bei der Hälfte, also ich habe noch ein wenig Zeit. Was macht Spieler 2? Denkt er wirklich so lange drüber nach? Na, vielleicht wegen der Reizung. Die 22er Reizung hat ihn ein bisschen kirre gemacht. Okay, er hat die drei unteren Buben offenbar. Ich rate da ja immer dazu, mit Pik Bube zu starten, um das nicht sofort zu verraten. Gut, er hat nur 5 Trumpf. Jetzt hat er natürlich Trumpf 10 auch hoch.
Und wie es ausschaut, hat er noch Herz 7, 8, wahrscheinlich mit dem König dabei, vielleicht mit dem König dabei. Aber das hier wiederum sieht nicht danach aus, als ob er Herz hätte. Dann ist vielleicht Herz König eher noch bei meinem Partner und Herz Lusche, Lusche gedrückt. Gut, dann testen wir das mal einmal hier, ob diese Theorie hinkommt. Ja, die kommt besser hin. Und was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt hat er die hohe Trumpf 10 verstochen. Ungewöhnlich. Da fehlt ihm wohl ein bisschen die Übersicht. So einen vollen verliere ich natürlich noch. Wenn ich Karo 10 steche, bekomme ich Herz Ass nicht heim. Den lasse ich nochmal fallen. Und wenn es jetzt natürlich nicht geht, weil der Karo-Stich nicht bei meinem Partner ist, dann können wir eben sowieso nicht gewinnen. Also Spieler 2, das sind schon kleine Schwächen, die ich da so sehe, ne? Der ist noch nicht ganz sattelfest im Geschäft. Ist aber auch nicht so schlimm. Bisher hat ihm das auch noch nicht geschadet. Es ist nur etwas, was ich am Rande schon mal aufgrund einiger Züge so mitbekomme. So, Spatz oder Taube? Die Frage mal wieder. Mit 10 Augen im Keller. Ah, mit 10 Augen im Keller beim Rocket machen wir mal den Grang. Dann machen wir mal den Grang. Der kann natürlich über 4 Abgabestiche gerade über Pik unangenehm werden. Pik Lusche sehe ich hier natürlich nicht gerne. Trotzdem im ersten schon mit Pik zu starten, ist auch nicht immer so gut. Aber hier kommt auch der Stich, der mich wieder komplett saniert. Herz 10 gewimmelt, Herz hinterher. Damit ist in der Beikarte Herz alles klar. Das heißt, ich gebe eben doch nur diese beiden Stiche ab. Hat sich also ganz gut angelassen, dieses Spiel. Wenn man direkt Pik startet, ist natürlich die Gefahr, dass einem dann in Herz noch plötzlich das Ass umkippt oder in Karo. Also dann holt man sich wieder andere Drohungen ins Boot. Das ist gar nicht manchmal so einfach zu beurteilen, was dann im jeweiligen Moment die beste Idee ist. So, 27. Okay, dann reicht es mir. Dann hat Spieler 2 in Mittelhand offenbar überzeugendere Argumente. Ja, das wird ja jetzt so eine kleine Battle. Er macht ein Spiel, ich mache ein Spiel. Er macht ein Spiel, ich mache ein Spiel. Noch ist er ein Stück vorne und jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, muss ich sagen. 4 Trumpf dagegen, 2 Seitenasse. Kreuz habe ich jetzt natürlich gar nicht so gerne gesehen, logischerweise, weil es mein blankes Ass ist, weil ich jetzt auch von hinten hier an treten muss und natürlich nicht genau weiß, was gut ist. Karo Ass, das er, naja, gut, wo soll ich damit hin? Ich habe sonst, finde ich, kein überzeugendes, gutes Nachspiel. Logisch, Karo Öffnung hätte ich lieber gesehen. So, 6 Trumpf mit rein und Pik Ass zu dritt dabei. Gut, dann können wir dem Spiel wohl doch nichts abbeißen. Das war einfach zu stark. Oh, was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Da ist er wieder. Dann mache ich jetzt nur noch 2 Stiche. Eine mit der Pik 10, eine mit dem Trumpf Ass natürlich, aber das kann natürlich nicht reichen. Selbst wenn mein Partner noch Kreuz und Karo 10 hat, kommen wir dann nur knapp über 50. Der Spieler macht es hier auch korrekt, dass er sich jetzt Pik noch die Lusche hochspielt, denn jetzt hat er noch 2 Trumpf und die eine Pik Lusche kann ich also auch gleich sicherheitshalber Trumpf von oben ziehen, um die Karo 10 nicht noch zu gefährden. Ja, und da haben wir unsere deutlich über 50 gekriegt. Ist zwar schon nicht schlecht, aber langt eben nicht. Drei obere Buben sind beim Skat doch immer ein ganz guter Start in so ein Spiel. So, jetzt muss mein Konter natürlich wieder kommen im 10. Spiel. An sich eine schöne Ausgangskarte mit 3 Assen, aber bei 22 gehalten natürlich schon nicht mehr so gut. Jetzt muss ich im Prinzip hier schon ins Risiko gehen. Vermute mal, dass da ein 0 gereizt wird. Hoffe es auch, denn eine gute Karte sollte jetzt schon drin liegen. Na gut, die Pik 10, würde ich mal sagen, geht als gute Karte durch. Die verstärkt das Ganze ein bisschen. Da machen wir den Grang. Herz Schneider wäre ja auch noch eine Option, aber jetzt mit dieser geschlossenen Pik-Beikarte sieht mir der Grang an sich erstmal gut genug aus. Mit 7 Augen im Keller ist immer noch ein heißes Spiel, denn 4 Stiche habe ich abzugeben im Zweifel. Aber in Pik wird wenigstens
Jetzt hoffentlich nur auf 10 Augen gestochen. Oh, es wird nicht gestochen. Ist natürlich auch gut. Dann hat wahrscheinlich Spieler 1 beide Buben. Ah, dann muss ich jetzt hier vielleicht schon mal Herz ertesten. Da kriege ich nicht die blanke 10. Karo Ass käme jetzt zu früh, das langt noch nicht. Oh, das ist jetzt natürlich wieder ungewöhnlich. Warum lässt Spieler 1 mich denn jetzt hier nochmal den Buben verstechen? Oder hat Spieler 2 den Kreuz Buben nicht verstochen, weil... nicht den blanken Buben stechen wollte. So, ich glaube, weil ich hier so erzähle, versuche ich gerade nochmal nachzuvollziehen, wie viele Augen ich liegen habe. Mit dem Einstich bin ich, meine ich. Ich meine, Karo Ass langt noch nicht. Ich brauche noch ein Bild. Da muss ich nochmal riskieren, dass Karo abgeworfen wird. Logischerweise. Kann sein, dass jetzt gleich mein Ass gestochen wird, aber anders langt es eben auch nicht. Ja, Kreuzbube ist drüben und der hat den Karo abgeschmissen. Und die Herz 10 hoch 60. Ich, Weihnachtsmann, wie kommt es denn dazu? Habe ich mich dann doch so komplett verzählt? Dann hätte ich ja nur noch das Karo Ass ziehen müssen. Dann war ich ja schon längst viel weiter, als ich dachte. Ja, das kommt, wenn ich hier so Videos mache. Ich habe 7 gedrückt. Ah, das ist ja jetzt wirklich, das ärgert mich ja jetzt. Das Spiel war ja lange gewonnen. Ich muss nur noch das Ass ziehen. Also sowas Dämliches. Ein Opfer des YouTube-Kanals bin ich hier mein eigenes Opfer geworden. Krieg jetzt noch ein schönes Spiel hinterher. Das wäre ja wirklich eine schöne Liste geworden. Wie kann man denn dermaßen dämlich sein? La, la, la. Das Spiel werde ich mir gleich nochmal angucken. Ich hätte geschworen, dass ich erst auf 46 oder so stand. Da profitiert Spieler 2 von diesem Lapsus. Gut, es sei ihm gegönnt. Über 500, schönes Ergebnis. Spieler 1 kann mich nicht mehr kriegen. Der hat hier nicht viel abbekommen. Mal schauen, ob wir ihm jetzt noch einen verpulen. Na gut, komm mal selber. Hört, hört. Was ist das denn wohl für ein Spiel? Der etwa auch noch einen zweiten Pik mit bei. Na, so viel Vertrauen habe ich jetzt doch nicht. Das Spiel sieht ja sowieso jetzt schwierig aus. Na, nun hätte ich wohl doch wimmeln sollen. Dann hat er jetzt. Tatsächlich den Pik König. Also 5 Trumpf, Pik König zu dritt. Ja, und Kreuz Ass 10. Ja, warum hat denn mein Partner dann nicht einfach Kreuz Lusche nachgespielt? Das klärt das Blatt und dann weiß ich natürlich auch, dass ich das Karo Ass versenken muss. Ja, da hätte mein Partner mir hier ein bisschen mehr helfen können, finde ich. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich da auf die 10 direkt das Karo Ass reinhau. Kann natürlich auch mal genau verkehrt sein, wenn dann gestochen wird, wo kein Kreuz hinterherkommt. Habe ich die Karte eher auf Kreuz Ass 10 Lusche gesehen und dann kann er natürlich auch mal links eine in der Hand haben und rechts eine. Gut, also, beziehungsweise nicht gut. Den gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. Spiel 10 zum Knochenkotzen, zum Würgen. Also, ja, da bin ich nicht mehr zufrieden. Ansonsten war ja alles soweit in Ordnung, aber mit dem Spiel gewonnen hätte ich jetzt sicher im Turnier ein paar kleine Kopeken ab kassiert und auch Spieler 2 geschlagen. Na gut, alles klar. So ist Skat. Ich zeige ja nicht nur die günstigen Sachen, ich muss auch das ganze Elend zeigen. Das ganze. Also hoffe, ihr konntet euch an meinem Unglück erbauen und wünsche euch noch einen schönen Abend, wie immer mit Gutblatt.